Stephen King, der Rastplatz. Irgendwo zwischen Jacksonville und Sarasota musste er wohl eine literarische Version der alten Clark Kent in der Telefonzelle-Nummer abgezogen haben, auch wenn er sich nicht mehr erinnern konnte, wo und wie. Also war es vermutlich gar nicht so dramatisch. War es denn überhaupt von Bedeutung? Manchmal redete er sich ein, dass die Antwort auf diese Frage Nein lautete. Die ganze Rick Hardin und John Dijkstra-Geschichte war nichts weiter als ein künstliches Konstrukt, reine PR. Ebenso wie Archibald Bloggart oder wie auch immer er in Wirklichkeit gehießen haben mag, auch als Cary Grant aufgetreten war und Evan Hunter, der mit dem Namen Salvatore irgendwas geboren wurde, als Ed McBain geschrieben hat. Und diese Jungs hatten ihm schließlich Pate gestanden. Zusammen mit Donald E. Westlake, der als Richard Stark Hardboiled Gaunerkomödien verfasste. Und K.C. Constantine, der eigentlich, nun ja, wie der richtig hieß, wusste eigentlich niemand, oder? Ähnlich war es auch mit dem rätselhaften Herrn B. Traven, dem Autor von Der Schatz der Sierra Madre. Keiner wusste es und das machte es umso spannender. Namen, Namen, was sind schon Namen? Wer beispielsweise war er, wenn er alle 2 Wochen nach Sarasota zurückfuhr? Wenn er das Pot o' Gold in Jacks verließ, war er Hardin, ganz klar und ohne jeden Zweifel. Und Dijkstra, wenn er sein am Kanal gelegenes Haus an der Macintosh Road aufschloss, ganz sicher. Aber wer war er, wenn er im Schein der grellen Straßenbeleuchtung auf der Route 75 von einer Stadt zur nächsten dahinschoss? Hardin? Dijkstra? Überhaupt niemand? Gab es vielleicht einen magischen Augenblick, an dem sich der literarische Werwolf, der die fette Kohle verdiente, in den harmlosen Englischprofessor zurückverwandelte, der sich auf Lyriker und Romanciers des 20. Jahrhunderts spezialisiert hatte? Und spielte das überhaupt eine Rolle? Solange er mit Gott, dem Finanzamt und den paar Footballspielern im Reinen war, die gelegentlich einen seiner beiden Einführungskurse belegten. Südlich von Akola war ihm das schließlich alles mehr als gleichgültig. Weniger gleichgültig dagegen war ihm, dass er schiffen musste wie ein Rennpferd, ganz egal, was er gerade sein mochte. Im Pot o' Gold hatte er sein übliches Limit, 3 Bier, um 2 Gläser überschritten. Den Tempomaten des Jaguars hatte er auf 65 Meilen eingestellt, weil er keine Lust hatte, heute Abend noch irgendein rotierendes Warnlicht im Rückspiegel zu sehen. Für den Jaguar hatte er zwar mit Büchern bezahlt, die er unter dem Namen Hardin geschrieben hatte, aber die meiste Zeit seines Lebens war er John Andrew Dijkstra und auf diesen Namen würde sich auch die Taschenlampe richten, wenn er um seinen Führerschein gebeten wurde. Zwar mochte Hardin im Pot o' Gold das viele Bier getrunken haben, aber wenn ihn in Florida ein Autobahnbulle in das gefürchtete Röhrchen blasen ließ, dann waren es Dijkstras berauschte Moleküle, die dabei einem Test unterzogen wurden. Und an einem Donnerstagabend im Juni war er leichte Beute, ganz gleich, wer er gerade war, denn die Zugvögel waren nach Michigan zurückgekehrt und er hatte die Interstate 75 mehr oder minder für sich. Allerdings gab es ein Problem mit dem Bier, das jedem Erstsemester geläufig war. Man konnte es nicht kaufen, sondern nur mieten. Zum Glück gab es 6 oder 7 Meilen südlich von Akola einen Rastplatz und dort würde er sich Erleichterung verschaffen. Aber bis dahin, wer war er? Keine Frage. Nach Sarasota war er vor 16 Jahren als John Dijkstra gekommen und unter diesem Namen unterrichtete er seit 1990 englische Literatur an dem dortigen Ableger der Florida State University. 1994 hatte er dann den Entschluss gefasst, den Sommer über eine Auszeit zu nehmen, um sich an einem Thriller zu versuchen. Es war nicht seine Idee gewesen. Er hatte einen Agenten in New York, keinen der ganz Großen, aber ein einigermaßen redlicher Kerl, der einige Erfolge vorzuweisen hatte. Ihm war es gelungen, 4 Kurzgeschichten seines neuen Klienten unter dem Namen Dijkstra für jeweils ein paar $100 an verschiedene Literaturzeitschriften zu verkaufen. Der Agent hieß Jack Golden, und obwohl er die Erzählungen über den grünen Klee lobte, tat er die Schecks, die sie einbrachten, als Taschengeld ab. Schließlich hatte er Dijkstra darauf aufmerksam gemacht, dass sich alle Geschichten, die er veröffentlicht hatte, durch einen großen narrativen Bogen auszeichneten, womit er eigentlich nur sagen wollte, dass sie über eine Handlung verfügten, wenn Johnny ihn da richtig verstanden hatte.
Jack gab zu bedenken, dass ein neuer Klient zwischen 40.000 und 50.000 Dollar pro Buch verdienen könnte, wenn er Spannungsromane schrieb, die ungefähr 400 Seiten lang waren. Das könnten Sie in einem Sommer schaffen, wenn Ihnen etwas Gutes einfällt und Sie dranbleiben, schrieb er Dijkstra in einem Brief. Noch waren sie nicht dazu übergegangen, sich telefonisch oder per Fax zu verständigen. Und es wäre das Doppelte von dem, was sie verdienen, wenn sie da unten an der Mangroven-Uni im Juli und August unterrichten. Wenn Sie es versuchen wollen, mein Freund, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, bevor Sie sich eine Frau zulegen und 2,5 Kinder. Eine potenzielle Ehefrau war nirgendwo in Sicht gewesen, woran sich seither nichts geändert hatte, aber Dijkstra hatte sich Jacks Vorschlag zu Herzen genommen. Es wurde nicht einfacher, sein Glück zu versuchen, wenn man älter wurde. Im Laufe der Zeit übernahm man für viele Dinge Verantwortung, nicht nur für Frau und Kinder. Wer konnte beispielsweise schon den Verlockungen der Kreditkarte widerstehen? Kreditkarten klebten einem wie Kletten an den Beinen und sorgten dafür, dass man immer langsamer vorwärts kam. Kreditkarten zwangen einen, sich der Normalität anzupassen, auf Nummer sicher zu gehen. Der Vertrag für das Sommersemester war im Januar 1994 in seinem Briefkasten gelandet. Er hatte ihn ohne Unterschrift zurückgeschickt, zusammen mit einer kurzen Notiz: Ich möchte mich diesen Sommer einmal an einem Roman versuchen. Eddie Wassermans Antwort war freundlich, aber bestimmt gewesen. Von mir aus gern, John, aber ich kann dir nicht versprechen, dass du die Stelle nächsten Sommer wiederbekommst. Ich werde sie erst deinem Ersatzmann anbieten müssen. Dijkstra hatte einen Moment nachgedacht, aber nur kurz. In der Zwischenzeit war ihm eine Idee gekommen. Noch besser, er hatte einen Protagonisten. Der Hund, literarischer Vater des Jaguars und des Hauses an der Macintosh Road, wartete darauf, geboren zu werden, und Gott segne sein mörderisches Herz. Vor ihm tauchte im Scheinwerferlicht ein blaues Schild mit einem weißen Pfeil auf, und die Fahrtrasse machte einen Bogen nach links. Die Natriumdampfhochdrucklampen tauchten den Asphalt in ein so grelles Licht, dass die Ausfahrt wie ein Bühnenbild aussah. Er setzte den Blinker, bremste auf 40 ab und fuhr von der Autobahn herunter. Nach einem kurzen Stück teilte sich die Straße, Lastwagen und Wohnmobile nach rechts, Jaguars geradeaus. Bis zum Rastplatzgebäude waren es noch 50 Meter, ein flaches Ding aus beigefarbenem Schlackenstein, das in dem grellen Licht ebenfalls wie ein Bühnenbild wirkte. Was wäre es in einem Film? Die Kommandozentrale eines Raketensilos vielleicht? Klar, warum nicht? Ein Raketensilo weit draußen in der Pampa und der befehlshabende Offizier leidet unter einer Geisteskrankheit, was er sorgfältig zu verbergen weiß, obwohl sie immer schlimmer wird. Er sieht überall Russen. Sie kommen aus allen Löchern gekrochen oder vielleicht besser Al-Qaida-Terroristen. Das war eindeutig zeitgemäßer. Als potenzielle Bösewichte waren die Russen etwas aus der Mode gekommen, außer sie handelten mit Drogen oder schickten kleine Mädchen auf den Strich. Eigentlich war es egal, wer hier der Bösewicht war, schließlich war es nur ein Gedankenspiel, aber dem Typen juckt es trotzdem im Finger, auf den roten Knopf zu drücken und... Und Dijkstra musste ganz dringend pinkeln. Also leg deine Fantasie mal kurzzeitig auf Eis, alter Junge, und vielen Dank auch. Außerdem hatte der Hund in einer solchen Geschichte nichts verloren. Der Hund war eher ein Großstadtkrieger, wie er es im Pot o' Gold vor gar nicht so langer Zeit formuliert hatte. Nett ausgedrückt, wirklich. Trotzdem, das mit dem verrückten Offizier im Raketensilo war keine schlechte Idee, oder? Ein gut aussehender Kerl. Seine Leute liebten ihn. Man merkt ihm rein gar nichts an. Auf dem weitläufigen Parkplatz stand zu dieser Stunde nur noch ein anderer Wagen. Einer dieser PT Cruiser, über die er jedes Mal den Kopf schütteln musste. Sie sahen aus wie die Gangster-Limousinen aus den 30er Jahren, nur eben in Spielzeuggröße. Er parkte 4 oder 5 Standplätze weit weg, stellte den Motor ab und hielt einen Moment inne, um den Blick über den menschenleeren Parkplatz schweifen zu lassen. Er hielt nicht zum ersten Mal auf diesem speziellen Rastplatz, und einmal hatte er ebenso entsetzt wie belustigt zugeschaut, wie ein Alligator über den verlassenen Asphalt getapst und in den Zuckerkiefern jenseits des Rastplatzes verschwunden war. Er hatte wie ein älterer, übergewichtiger Geschäftsmann ausgesehen, der zu einem Termin unterwegs war. Heute war nirgendwo eine Echse zu entdecken, also stieg er aus, hielt seinen Funkschlüssel über die Schulter und drückte auf den Knopf. Heute war er mit Mr. P.T. Cruiser allein. Der Jaguar zwitscherte gehorsam und für einen Augenblick sah er seinen Schatten im Aufblitzen der Scheinwerfer. Nur wessen Schatten war das? Dijkstras oder Hardens? Johnny Dijkstra, entschied er für sich. Harden war fort. Er hatte ihn vor 30 oder 40 Meilen zurückgelassen.
Aber immerhin war dieser heute an der Reihe gewesen, vor den anderen Florida Thieves nach dem Abendessen einen kurzen und weitgehend humorvollen Vortrag zu halten, und er fand, dass Mr. Harden sich gut geschlagen hatte. Am Schluss hatte er damit gedroht, er würde jedem den Hund auf den Hals hetzen, der dieses Jahr nicht großzügig spendete. Sie sammelten für die Sunshine Readers, eine gemeinnützige Organisation, die blinde Schüler und Studenten mit Primär- und Sekundärtexten auf Hörkassetten versorgte. Er schlenderte über den Parkplatz zu dem flachen Gebäude hinüber, und die Absätze seiner Cowboystiefel klackten laut. John Dykstra hätte auf einer öffentlichen Veranstaltung niemals ausgeblichene Jeans und Cowboystiefel getragen, vor allem nicht, wenn er einen Vortrag halten musste, aber Harden war da ganz anders drauf. Im Unterschied zu Dykstra, der recht pingelig sein konnte, war es ihm egal, was andere von seinem Äußeren hielten. Das Gebäude war in drei Teile gegliedert. Rechts die Damentoilette, links die Herrentoilette und in der Mitte eine überdachte Terrasse, wo Broschüren über verschiedene Sehenswürdigkeiten Floridas auslagen. Außerdem standen dort ein Süßwarenautomat, zwei Getränkeautomaten und ein Münzautomat, in den man haufenweise Vierteldollarstücke werfen musste, wenn man eine Straßenkarte benötigte. Im kurzen, dunklen Eingangsbereich waren die Betonwände mit Plakaten übersät, auf denen nach vermissten Kindern gesucht wurde, was Dykstra immer einen Schauer den Rücken hinunterjagte. Wie viele der Kinder auf diesen Fotos waren schon in der feuchten, sandigen Erde der Everglades verbuddelt oder von Alligatoren verspeist worden? Wie viele von ihnen wuchsen in dem Glauben auf, dass die Landstreicher, die sie aus dem Kinderwagen gerissen hatten und von denen sie von Zeit zu Zeit missbraucht oder gegen Geld an andere Kinderschänder verliehen wurden, ihre Mütter und Väter waren? Dykstra gefiel es überhaupt nicht, wie sie ihn aus offenen, unschuldigen Augen ansahen. Schon gar nicht wollte er über die Verzweiflung nachdenken, die sich hinter den absurd hohen Belohnungen verbarg. $10.000, $20.000, $50.000, in einem Fall sogar $100.000 für ein lächelndes Mädchen mit flachsblondem Haar aus Fort Myers, das 1980 verschwunden war, inzwischen eine junge Frau, wenn sie denn noch lebte, was äußerst unwahrscheinlich war. Auf einem Schild stand, dass es verboten sei, die Mülleimer zu durchwühlen, auf einem anderen, dass man sich auf dem Rastplatz nicht länger als eine Stunde aufhalten dürfe. Diese Anlage steht unter Polizeiaufsicht. Wer wollte sich hier schon länger aufhalten? Dachte Dykstra und lauschte dem Nachtwind, der durch die Palmen rauschte. Ein Verrückter, sonst niemand. Jemand, für den ein roter Knopf im Laufe der Monate und Jahre immer einladender aussah, während morgens um eins draußen die Sattelschlepper vorbeidonnerten. Er wandte sich der Herrentoilette zu, blieb jedoch wie angewurzelt stehen, als er hinter sich eine Frauenstimme hörte, vom Echo leicht verzerrt, aber erschreckend nahe. »Nein, Lee«, sagte sie, »bitte, Schatz, nicht!« Es folgte ein Klatschen und gleich darauf ein dumpfer, fleischiger Schlag. Dykstra begriff sofort, dass er Zeuge einer Misshandlung wurde. Nichts wirklich Außergewöhnliches. Er konnte direkt sehen, wie sich auf der Wange der Frau eine rote Hand abzeichnete, wie ihr Kopf, kaum von ihrem Haar, war es blond, dunkel, geschützt, von der Wand abprallte. Sie fing an zu weinen. Das Licht von draußen war so hell, dass Dykstra sehen konnte, wie er auf den Armen eine Gänsehaut bekam. Er biss sich auf die Unterlippe. »Mieses Flättchen!« Lees Stimme klang monoton, bedeutungsvoll. Schwer zu sagen, woher Dykstra sofort wusste, dass der Mann betrunken war, denn jedes Wort war deutlich ausgesprochen worden. Aber er wusste es einfach. Er hatte dergleichen nämlich schon öfter gehört. In Baseballstadien, auf dem Rummelplatz, manchmal in einem Motel, durch die dünne Wand hindurch oder durch die Decke. Spät nachts, nachdem der Mond bereits untergegangen war und die Bars geschlossen hatten. Die weibliche Hälfte der Unterhaltung, konnte man das überhaupt eine Unterhaltung nennen? Mochte in manchen Fällen ebenfalls betrunken sein, aber meist klang sie schlichtweg verängstigt. Dykstra stand noch immer in dem kleinen Eingangsbereich, vor sich die Herrentoilette, im Rücken die Damentoilette mit dem Paar. Obwohl die Bilder der vermissten Kinder hell erleuchtet waren, stand er selbst im Dunkeln. Die Poster raschelten wie Palmwedel, leise im nächtlichen Wind. Er wartete einen Moment in der Hoffnung, dass es nicht weitergehen würde, aber natürlich ging es weiter. Die Worte irgendeines Country-Sängers kamen ihm in den Sinn, völlig unsinnig, aber bedeutungsschwer. Bis ich herausfand, dass ich nichts taugte, war ich schon zu reich, um aufzuhören. Ein weiteres fleischiges Klatschen und die Frau schrie abermals auf, kurzes Schweigen, dann die Stimme des Mannes, der offenbar nicht nur betrunken, sondern auch ungebildet war. Seine Aussprache verriet ihn, wie er Flittchen statt Flättchen sagte.
Dijkstra wusste gleich alles Mögliche über ihn, dass er im Englischunterricht auf der Highschool immer ganz hinten gesessen hatte, dass er die Milch direkt aus der Tüte getrunken hatte, wenn er nach der Schule nach Hause gekommen war, dass er in der 10. oder 11. Klasse von der Schule abgegangen war, dass er sein Geld mit Jobs verdiente, bei denen er Arbeitshandschuhe trug und immer ein Cuttermesser in der Gesäßtasche stecken hatte. Eigentlich sollte man nicht derart verallgemeinern. Das war so, als behauptete man, alle Afroamerikaner hätten Rhythmus im Blut. Und alle Italiener würden in der Oper weinen. Aber hier im Dunkeln, nachts um 11, von Bildern vermisster Kinder umgeben, die aus irgendeinem Grund immer auf rosafarbenem Papier gedruckt waren, als wäre das die Farbe der Vermissten, hier wusste man, dass es stimmte. »Mieses kleines Flättchen!« »Er hat Sommersprossen«, dachte Dijkstra, »und er bekommt leicht einen Sonnenbrand. Dann sieht er aus, als wäre er dauernd wütend, und für gewöhnlich ist er das auch. Wenn er gut bei Kasse ist, trinkt er Kalua. Aber meistens trinkt er »Lieslicht«, wieder die Stimme der Frau. Jetzt heulte sie hemmungslos und flehte ihn an, und Dijkstra dachte, »tun Sie das nicht, Lady. Wissen Sie nicht, dass das alles nur noch schlimmer macht? Wenn er gut bei Kasse ist, trinkt er Kalua, aber meistens trinkt er »Lieslicht«, wieder die Stimme der Frau. Jetzt heulte sie hemmungslos und flehte ihn an, und Dijkstra dachte, »tun Sie das nicht, Lady. Wissen Sie nicht, dass das alles nur noch schlimmer macht? Wissen Sie nicht, dass er den Rotz sieht, der Ihnen aus der Nase läuft und dass Ihnen das nur noch wütender macht?« »Bitte schlag mich nicht, es tut mir...« Klatsch, wieder gefolgt von einem dumpfen Geräusch und einem spitzen Schmerzensschrei. Fast wie das Jaulen eines Hundes. Mr. Petey Cruiser hatte ihr wieder eine gesemmelt, so fest, dass ihr Kopf gegen die gefliesste Wand geknallt war. Wie lautete doch der alte Witz, warum kommt es in den Vereinigten Staaten jährlich zu 300.000 Fällen von Gewalt in der Ehe, weil die verfluchten Weiber einfach nicht hören wollen? »Mieses Flättchen!« Lee sagte es so tonlos, als würde er aus der Bibel zitieren, direkt aus dem 2. Buch Saufus. Und was an dieser Stimme wirklich schaurig war, Dijkstra spürte, wie sich ihm die Nackenhaare aufstellten, war ihre völlige Gefühlslosigkeit. Zorn wäre besser gewesen und vor allem weniger gefährlich für die Frau. Zorn war wie leicht entzündbares Gas, ein Funke und er brannte lichterloh, erlosch aber sofort wieder. Aber dieser Kerl spielte mit vollem Einsatz, er würde sie nicht noch einmal schlagen, um sich dann zu entschuldigen und dabei vielleicht sogar zu heulen. Gut möglich, dass er das früher hin und wieder getan hat, aber nicht heute Nacht. Heute Nacht würde er aufs Ganze gehen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, um dieses Weib ist es nicht schade. Was soll ich jetzt tun? Was für eine Rolle spiele ich bei alledem? Wenn überhaupt. Ganz bestimmt würde er nicht in der Herrentoilette verschwinden und in aller Gemütsruhe pinkeln, wie er es ursprünglich vorgehabt und ersehnt hatte. Seine Eier waren auf die Größe von Zwetschgenkernen zusammengeschrumpelt und der Druck, der auf seine Blase lastete, hatte sich auf Rücken und Beine ausgebreitet. Das Herz hämmerte ihm in der Brust und wenn der Typ das nächste Mal zuschlug, würde es wohl zu rasen anfangen, wie bei einem 100-Meter-Lauf. Es würde eine Stunde vergehen, bis er wieder pinkeln konnte, ganz gleich, wie dringend er musste, und dann auch nur stoßweise in kleinen, unbefriedigenden Spritzern. Himmel, wenn diese Stunde nur schon vorbei wäre, wenn er diesen Ort nur schon 60 oder 70 Meilen hinter sich gelassen hätte. Was soll ich tun, wenn er sie noch einmal schlägt? Dabei fiel ihm eine andere Frage ein. Was würde er tun, wenn die Frau die Beine in die Hand nahm und Mr. Petey Cruiser ihr hinterherrannte? Die Damentoilette hatte nur einen Ausgang und John Dijkstra stand direkt davor, in den Cowboystiefeln, die Rick Hardin in Jacksonville angehabt hatte, wo sich alle 2 Wochen eine Gruppe von Krimi-Autoren traf, größtenteils vollschlanke Frauen in pastellfarbenen Hosenanzügen, um über Schreibtechniken, Agenten und Verträge zu diskutieren und über Kollegen zu tratschen. »Lee, Lee, bitte tu mir nicht mehr weh, ja? Bitte tu mir nicht mehr weh. Denk doch an das Baby.« »Lee, Lee, Jesus, Maria und Josef. Ach, und auch noch das Baby. Denk doch an das Baby. Bei welchem beschissenen Hausfrauensender war er denn hier gelandet?« Dijkstra hatte das Gefühl, sein rasendes Herz sei ihm ein paar Zentimeter nach unten gerutscht und er stünde schon mindestens 20 Minuten lang in dieser kleinen Betonnische zwischen den Herren- und der Damentoilette. Als er auf die Armbanduhr schaute, stellte er allerdings fest, dass seit dem ersten Schlag noch nicht einmal 40 Sekunden vergangen waren, was ihn nicht weiter verwunderte. Jede Wahrnehmung von Zeit war subjektiv und wenn man plötzlich unter Druck stand, rasten die Gedanken mit geradezu unheimlichem Tempo. Über dieses Phänomen hatte er des Öfteren geschrieben.
wie wahrscheinlich die meisten Autoren von sogenannten Spannungsromanen. Es war fast schon das gottverdammte Hauptthema. Vielleicht sollte er, wenn er das nächste Mal bei den Florida Thieves mit einem Vortrag an der Reihe war, darüber sprechen und von diesem Vorfall erzählen. Wie er noch Zeit gehabt hatte, sich das zweite Buch Saufuss auszudenken. Andererseits könnte das für ihr zwangloses Beisammensein alle zwei Wochen auch ein etwas harter Stoff sein, etwas zu... Dijkstra wurde aus seinen Gedanken gerissen. In der Damentoilette hagelte es plötzlich Schläge. Lee war endgültig ausgerastet. Als Dijkstra das hörte, verspürte er die Verzweiflung eines Mannes, dem endgültig klar geworden war, dass er dieses Ereignis sein Leben lang nicht vergessen würde, dass das kein Geräuschmacher war, wie er in Filmen benutzt wurde, sondern Fäuste, die erstaunlich leise, ja fast sanft zuschlugen, wie auf ein Federkissen. Die Frau schrie, erst überrascht, dann vor Schmerz. Schließlich waren von ihr nur noch stoßweise leise ängstliche Schmerzenslaute zu hören. Dijkstra stand draußen in der Dunkelheit und musste an all die Fernsehspots der Polizei denken, in denen erklärt wurde, wie häusliche Gewalt verhindert werden konnte. Sie hatten vergessen zu erwähnen, wie man mit einem Ohr das Rauschen des Windes in den Palmen und nicht zu vergessen das Rascheln der Poster mit den vermissten Kindern hören konnte und mit dem anderen das leise Ächzen, das die Frau vor Schmerzen und Angst ausstieß. Er hörte, wie Sohlen über Fliesen schlurften. Lee, wie die Frau ihn genannt hatte, als könnte ein Kosename seinen Zorn dämpfen, war nicht mehr zu bremsen. Wie Rick Harden trug auch Lee Stiefel. Die Lilis dieser Welt trugen keine Halbschuhe oder Sandalen. Die Lilis dieser Welt trugen Arbeitsstiefel mit Stahlkappen oder Bikerstiefel. Die Frau dagegen hatte Turnschuhe an, weiße, knöchelfreie Turnschuhe. Davon war Dijkstra überzeugt. »Du Schlampe, du verfluchte Schlampe, ich hab doch gehört, wie du mit ihm geredet hast. Bestimmt hast du ihm deine Titten unter die Nase gehalten. Du mieses Flittchen!« »Nein, Lee, ich hab doch nie...« Das Geräusch eines weiteren Schlags und dann ein kehliges Husten, bei dem nicht zu erkennen war, ob es von einem Mann oder einer Frau stammte. Ein Würgen. Wer auch immer die Toiletten sauber machte, würde morgen zusehen müssen, wie er das Erbrochene vom Boden und von den gefliesten Wänden bekam. Lee und seine Frau oder seine Freundin wären dann natürlich längst verschwunden und für die Reinigungskraft wäre es eine Schweinerei wie jede andere. Er oder sie würde sich nicht weiter dafür interessieren, was da passiert war. Und was sollte Dijkstra tun? Himmel, hatte er den Mut, da reinzugehen? Wenn nicht, hörte Lee vielleicht irgendwann auf. Wenn sich allerdings ein Fremder einmischte, bringt er uns vielleicht beide um. Aber das Baby. Denk doch an das Baby. Dijkstra ballte die Hände zu Fäusten und dachte, beschissener Hausfrauensender. Die Frau würgte immer noch. Ellen, hör auf. Ich kann nicht. Nicht? »Also schön, dann muss ich wohl nachhelfen, mieses Flittchen!« Ein weiteres Klatschen verlieh dem Flittchen Nachdruck. Dijkstra rutschte das Herz noch ein Stück weiter in die Hosen. Das hätte er nicht für möglich gehalten. Bald würde es in seinem Bauch schlagen. Wenn er sich nur in den Hund verwandeln könnte. In einer Geschichte bekäme er das hin. Hatte er sich nicht sogar Gedanken über seine Identität gemacht, bevor er den gravierenden Fehler begangen hatte, in diesen Rastplatz einzubiegen? In den Leitfäden für angehende Schriftsteller nannte man das eine Vorahnung. Jawohl, er würde sich in seinen Berufskiller verwandeln, in die Damentoilette stolzieren, Lee krankenhausreif prügeln und dann in Ruhe weiterfahren. Wie Shane in diesem alten Streifen mit Alan Ladd. Die Frau würgte schon wieder und es klang wie eine Maschine, die Kieselsteine zu Sand zerrieb. Da begriff Dijkstra, dass er sich nicht in den Hund verwandeln würde. Der Hund war nur eine Erfindung. Das hier war die Wirklichkeit und die war mindestens so ekelerregend wie die Zunge eines Besoffenen. »Noch einmal, und du hast dir alles selbst zuzuschreiben«, sagte Lee heiser, und es klang, als wäre es sein tödlicher Ernst. Gleich würde er ihr den Rest geben. Dijkstra war sich da völlig sicher. »Ich werde vor Gericht aussagen, und wenn Sie mich fragen, was ich getan habe, um ihn aufzuhalten, werde ich sagen, dass ich nichts getan habe.« Dass ich gelauscht habe, dass ich mir alles eingeprägt habe, um alles bezeugen zu können. Und dann werde ich erklären, dass Schriftsteller so etwas immer tun, wenn sie nicht gerade schreiben. Dijksters Handy steckte im Ladegerät im Auto. Er dachte daran, leise zu seinem Jaguar zurückzulaufen und die Polizei anzurufen. Er musste nur Sternchen 99 wählen. Das prangte auf den Schildern, die alle paar Meilen am Rand der Autobahn standen. Bei einem Unfall bitte Sternchen 99 anrufen. Aber natürlich war nie ein Bulle in der Nähe, wenn man einen brauchte.
Der nächste Streifenwagen wäre irgendwo in Brandenton oder vielleicht in Iber City unterwegs. Und bis der Polizist hier war, hatte diese kleine Rodeo-Show längst ihr blutiges Ende gefunden. Aus der Damentoilette drang jetzt ein gedämpftes Hixen und immer wieder ein leises Würgen. Eine der Kabinentüren knallte. Die Frau wusste ebenso gut wie Dexter, dass Lee es ernst meinte. Es würde genügen, dass sie sich noch einmal übergab und er würde wieder ausrasten. Dieses Mal würde er die Sache zu Ende bringen. Und wenn sie ihn fassten? Sein Anwalt würde auf Totschlag plädieren. Er habe nicht mit Vorsatz gehandelt. In 15 Monaten wäre er vielleicht wieder draußen, um mit Allens jüngeren Schwestern auszugehen. Geh zu deinem Auto zurück, John. Geh zu deinem Auto zurück, setz dich hinter das Steuer und verschwinde von hier. Das Beste ist, du redest dir ein, dass das alles nicht passiert ist. Und achte darauf, dass du in den nächsten Tagen keine Zeitung liest oder Nachrichten schaust. Mach schon. Jetzt, sofort. Du bist Schriftsteller, kein Raufbold. Du bist 1,75 groß, wiegst 80 Kilo, hast eine kaputte Schulter und wahrscheinlich machst du sowieso alles nur noch schlimmer. Also steig in dein Auto und schick ein Stoßgebet gen Himmel. Vielleicht gibt es ja einen Gott, der auf Frauen wie Allen Acht gibt. Er wollte sich schon umdrehen, da kam ihm eine Idee. Der Hund war nicht real. Rick Hardin dagegen schon. Allen Whitlow aus Nokomis war in eine der Toilettenkabinen gestolpert und mit gespreizten Beinen auf der Kloschüssel gelandet. Der Rock war ihr hochgerutscht, na klar, schließlich war sie ein Flüttchen, und Lee setzte ihr nach, um sie an den Ohren zu packen, damit er ihr den Kopf gegen die Fliesen knallen konnte. Ihm reichte es, er würde ihr eine Lektion erteilen, die sie so schnell nicht vergaß. Allerdings war er nicht mehr in der Lage, einen zusammenhängenden Gedanken zu fassen. Vor seinem geistigen Auge sah er nur noch rot. In seinem Kopf waberte ein Singsang, eine Stimme, die wie Steven Tyler von Aerosmith klang. Ain't my baby anyway, ain't mine, ain't mine, you ain't pinning it on me, you fucking whore. Er ging 3 Schritte und in dem Moment fing irgendwo ganz in der Nähe eine Autohupe an zu blöken und brachte ihn aus dem Rhythmus. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Plötzlich wusste er wieder, wo er war und sah sich suchend um. Möp, 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 möp. Die Alarmanlage, dachte er, und sein Blick glitt vom Eingang der Damentoilette zu der Frau, die in der Kabine kauerte. Zur Fotze in der Kotze. Unschlüssig ballte er die Hände zu Fäusten, dann deutete er unvermittelt mit dem rechten Zeigefinger auf sie, der Nagel lang und dreckig. »Eine Bewegung, und du bist tot, Schlampe«, sagte er und wandte sich dem Eingang zu. Der Parkplatz war ebenso hell erleuchtet wie das Scheißhaus, aber in der Nische zwischen den beiden Seitenflügeln war es dunkel. Für einen Moment konnte er nichts sehen, und da traf ihn etwas zwischen den Schulterblättern. Er taumelte 2 Schritte vorwärts, bevor er über etwas stolperte, ein Bein, und der Länge nach aufs Betonpflaster knallte. Keine Pause, kein Zögern. Jemand trat ihm mit einem Stiefel gegen den Oberschenkel, sodass sich der große Muskel dort verkrampfte, und dann weiter oben in den Hintern, schon fast ins Kreuz. Er wollte sich aufrappeln. »Nicht umdrehen, Lee«, sagte eine Stimme von oben. »Ich habe ein Montiereisen in der Hand. Bleiben Sie auf dem Bauch liegen, oder ich schlage Ihnen den Schädel ein.« Lee bewegte sich nicht, hielt nur die Hände weit ausgestreckt, bis sie einander fast berührten. »Kommen Sie da raus, Allen«, sagte der Mann, der ihn niedergeschlagen hatte. »Wir haben keine Zeit, um herumzutrödeln. Kommen Sie bitte.« Keine Reaktion. Dann die belegte, zitternde Stimme von dem Flüttchen. »Haben Sie ihm etwas getan? Bitte tun Sie ihm nichts.« »Ihm geht es gut, aber wenn Sie nicht sofort herauskommen, werde ich ihm sehr wehtun. Mir bleibt keine andere Wahl.« Eine kurze Pause und dann, »und Sie werden daran schuld sein.« Irgendwo in der Dunkelheit blökte die Hupe unentwegt weiter. »Möp, möp, möp, möp.« Lee drehte langsam den Kopf. Er schmerzte. Mit was hatte das Arschloch ihm da eins übergebraten? Was hatte er gesagt mit dem Montiereisen? Lee wusste es nicht mehr. Der Stiefel krachte ihm noch einmal in den Hintern. Lee stieß einen erstickten Schrei aus und wandte das Gesicht wieder dem Pflaster zu. »Kommen Sie da raus, Lady, oder ich spalte Ihnen den Kopf. Mir bleibt nichts anderes übrig.« Als sie wieder etwas sagte, war sie näher gekommen. Ihre Stimme klang unsicher, aber jetzt schien sie wütend zu werden. »Warum haben Sie das getan? Das hätten Sie nicht tun müssen.« »Ich habe mit meinem Handy die Polizei angerufen«, sagte der Mann, der über ihm stand. »Bei Meile 140 war ein Streifenwagen. Also haben wir 10 Minuten, vielleicht etwas weniger. Mr. Lee Lee, haben Sie die Autoschlüssel oder hat die Lady sie?« Darüber musste Lee einen Moment nachdenken. »Den hat sie«, sagte er schließlich. »Sie hat gesagt, dass ich zu betrunken zum Fahren bin.«
Also gut, Alan, Sie gehen jetzt rüber zu dem PT Cruiser und fahren los. Und Sie geben Gas, bis Sie in Lake City sind. Und wenn Sie wenigstens so viel Verstand haben wie ein Murmeltier, dann halten Sie auch dort noch nicht an. Ich lasse ihn doch nicht mit Ihnen alleine. Inzwischen klangen Sie richtig wütend. Nicht, solange Sie dieses Ding da haben. Und ob Sie das tun werden, Sie fahren auf der Stelle los oder ich mache ihn restlos fertig. Sie Mistkerl. Der Mann lachte und sein Lachen jagte Lee mehr Angst ein als seine normale Sprechstimme. Ich zähle bis 30. Wenn Sie dann noch nicht in Richtung Süden unterwegs sind, werde ich Ihnen den Kopf abreißen und damit Golf spielen. Sie können doch nicht... Mach schon, Ellie, tu's, Schatz. Da hören Sie es, sagte der Mann. Ihr großer alter Teddybär möchte, dass Sie gehen. Wenn Sie wollen, dass er Sie morgen Abend wieder krankenhausreif prügelt, Sie und das Baby, dann ist das Ihre Sache. Aber jetzt und hier habe ich von Ihnen die Nase voll. Also machen Sie, dass Sie Ihren dämlichen Arsch in Bewegung setzen. Das war ein Befehl, den sie verstand, weil er in einer ihr vertrauten Sprache formuliert war. Lee sah, wie sich ihre bloßen Beine und ihre Sandalen durch sein Blickfeld bewegten. Der Kerl, der ihn niedergeschlagen hatte, fing laut an zu zählen. 1, 2, 3, 4. »Jetzt mach schon, beeil dich«, brüllte Lee. Er konnte den Stiefel aus seinem Hintern spüren, allerdings nicht mehr so fest. Eher ein Stups als ein Tritt, aber es tat trotzdem weh. Und dann dieses ewige Gehupe in die Nacht hinein. »Möp, möp, möp«. »Setz deinen Arsch in Bewegung!« Da rannten ihre Sandalen los, begleitet von ihrem Schatten. Der Mann war bei 20 angekommen, als der kleine Nähmaschinenmotor des PT Cruiser ansprang, und bei 30, als seine Rücklichter aufleuchteten und er rückwärts ausparkte. Lee rechnete jeden Moment damit, dass der Kerl weiter auf ihn eindrosch, doch zu seiner Erleichterung blieben die Schläge aus. Dann rollte der PT Cruiser die Ausfahrt entlang und das Surren des Motors wurde leiser. »Tja«, sagte der Mann, der ihn bearbeitet hatte, über ihm und klang dabei einigermaßen perplex. »Was mache ich nun mit Ihnen?« »Tun Sie mir nicht weh, Mister«, sagte Lee, »tun Sie mir bitte nicht weh.« Nachdem die Rücklichter des PT Cruiser hinter der Kurve verschwunden waren, wechselte Hardin das Montiereisen von der linken in die rechte Hand. Seine Handflächen waren schweißbedeckt und fast hätte er es fallen lassen. Das wäre schlecht gewesen. Das Montiereisen wäre mit lautem Geklapper aufs Betonpflaster geknallt und Lee wäre wie der Blitz aufgesprungen. Er war nicht so groß, wie Dijkstra sich ausgemalt hatte, aber er war gefährlich. Das hatte er bereits unter Beweis gestellt. Klar doch, gefährlich für schwangere Frauen. Aber so durfte er nicht denken. Wenn der gute Lee erst einmal auf die Beine kam, wären die Karten plötzlich ganz neu verteilt. Er konnte spüren, wie Dijkstra sich anstrengte, wieder die Oberhand zu gewinnen. Er wollte darüber diskutieren, darüber und noch über ein paar andere Dinge. Hardin drängte ihn zurück. Ein College-Dozent hatte hier und jetzt nichts verloren. »Tja, was mache ich nun mit Ihnen?« fragte er ehrlich verwirrt. »Tun Sie mir nicht weh, Mister«, sagte der Mann auf dem Boden. Er trug eine Brille. Wirklich eine Überraschung. Dieses Bild hatte weder Hardin noch Dijkstra vor Augen gehabt. »Tun Sie mir bitte nicht weh.« »Ich habe da eine Idee.« Dijkstra hätte, mir ist da gerade was eingefallen, gesagt. Nehmen Sie die Brille ab und legen Sie sie neben sich auf den Boden. Warum? Schnauze, machen Sie schon. Lee, der ausgeblichene Jeans und ein Westernhemd trug, das ihm hinten aus der Hose gerutscht war und nun über den Hintern hing, griff mit der rechten Hand nach der Brille. Nein, mit der anderen. Warum? Stellen Sie keine dummen Fragen, machen Sie einfach, was ich sage. Nehmen Sie sie mit der linken ab. Lee griff mit der linken Hand nach der sonderbar zierlichen Brille und legte sie auf den Boden. Sofort trat Hardin mit dem Stiefelabsatz darauf. Etwas brach, und dann war das herrliche Knirschen von splitterndem Glas zu hören. »Warum haben Sie das getan?« rief Lee. »Warum wohl? Haben Sie eine Pistole oder sowas?« »Nein, Himmel, nein!« Hardin glaubte ihm. Wenn er denn eine Schusswaffe hatte, dann ein großkalibriges Gewehr im Kofferraum des PT Cruiser. Aber wahrscheinlich nicht einmal das. Als er vor der Damentoilette stand, hatte er sich einen Koloss von einem Bauarbeiter ausgemalt. Dieser Kerl sah eher wie ein Buchhalter aus, der dreimal die Woche in einem Fitnessstudio trainierte. »Ich werde jetzt mal zu meinem Auto zurückgehen«, sagte Hardin. »Den Alarm ausschalten und davonfahren.« »Ja, ja, das ist eine gute Idee.« Hardin rammte dem Kerl noch einmal den Absatz ins Kreuz, und dieses Mal legte er etwas mehr Gewicht hinein. »Warum halten Sie nicht einfach die Klappe? Was zum Teufel haben Sie denn da drin überhaupt gemacht?« »Ich habe ihr eine Le...« Hardin trat ihm gegen die Hüfte, so fest er konnte. Erst im letzten Moment hielt er sich ein wenig zurück, aber nur ein wenig.
Vor Schmerzen und Angst stieß Lee einen lauten Schrei aus. Hardin war entsetzt über das, was er gerade getan hatte. Er hatte nicht gezögert, nicht nachgedacht. Noch mehr war er entsetzt darüber, dass er ein zweites Mal zutreten wollte, noch kräftiger. Der Schrei hatte ihm gefallen. Den wollte er noch ein weiteres Mal hören. Wie sehr unterschied er sich jetzt noch von dem Lee im Scheißhaus, jetzt, da Lee vor ihm auf dem Boden lag und das Licht aus der Toilette einen Schatten diagonal über dessen Rücken warf. Allem Anschein nach nicht besonders. Und wenn schon, die Frage war müßig. Dergleichen taugte höchstens als Pointe in einem Fernsehspiel. Eine weit interessantere Frage ging ihm durch den Kopf. Er fragte sich, wie fest er den guten Lili gegen die linke Schläfe treten konnte, ohne dass die Treffgenauigkeit auf Kosten seines Schwungs ging. Voll aufs Ohr. Kavum. Er fragte sich auch, wie sich das anhören würde. Außerordentlich befriedigend wahrscheinlich. Natürlich könnte es sein, dass der Kerl dabei draufging, aber das wäre nun wirklich kein Verlust, oder? Und wer würde jemals davon erfahren? Alan? Die konnte ihn mal. »Du hältst jetzt lieber das Maul, Freundchen«, sagte Hardin, »wenn ich dir einen guten Rat geben darf. Halt einfach die Klappe, und wenn der Autobahnbulle hier aufkreuzt, kannst du ihm erzählen, wozu du Lust hast.« »Warum gehen Sie nicht einfach und lassen mich in Ruhe? Sie haben meine Brille kaputt gemacht, reicht das nicht?« »Nein«, sagte Hardin wahrheitsgetreu. Er überlegte kurz. »Wissen Sie was?« Lee ging nicht auf die Frage ein. »Ich werde jetzt in aller Ruhe zu meinem Wagen rüberlaufen. Wenn Sie wollen, können Sie mir folgen. Dann machen wir die Sache unter uns aus, von Angesicht zu Angesicht.« »Ja, klar doch«, Lee lachte, und dabei liefen ihm Tränen über die Wangen. »Ohne Brille sehe ich einen Scheiß.« Hardin schob sich seine Brille nach oben. Er musste nicht mehr pinkeln. Wirklich merkwürdig, das. »Schauen Sie sich doch mal an«, sagte er. »Schauen Sie sich doch nur mal an.« Etwas an seinem Tonfall musste Lee in die Glieder gefahren sein. Hardin konnte in dem silbernen Mondlicht nämlich sehen, wie der Mann zu zittern anfing. Aber er sagte nichts, was unter den Umständen vermutlich äußerst klug war. Und der Mensch, der da über ihm stand, der sich in seinem ganzen Leben noch nie mit jemandem geprügelt hatte, weder auf der Highschool noch gar in der Grundschule, dieser Mensch wusste, dass es wirklich vorbei war. Wenn Lee eine Pistole gehabt hätte, hätte er vielleicht versucht, ihn in den Rücken zu schießen, während er davonging. Aber so, nein. Lee war, wie hieß das noch gleich, geplättet. Der gute Lee war geplättet. Hardin hatte eine plötzliche Eingebung. »Ich kenne Ihr Autokennzeichen«, sagte er, »und Ihren Namen. Und den der Lady. Ich werde in der Zeitung danach Ausschau halten, Arschloch.« Lee schwieg weiterhin. Da lag er auf dem Bauch, und die Glassplitter funkelten im Mondlicht. »Gute Nacht, Arschloch«, sagte Hardin. Er schlenderte zum Parkplatz hinüber und fuhr davon. Shane in einem Jaguar. 10 Minuten lang ging es ihm gut, vielleicht 15. Lange genug, um erst das Radio anzuschalten und sich kurz darauf für die Lucinda Williams CD im Player zu entscheiden. Dann kam ihm plötzlich alles hoch. Die ganzen Kartoffeln samt Hühnchen, die er im Pot o' Gold gegessen hatte. Er fuhr auf den Standstreifen, nahm den Gang raus, wollte aussteigen und merkte, dass dafür keine Zeit mehr blieb. Also lehnte er sich, noch immer angeschnallt aus dem Fenster, und erbrach sich auf den Asphalt neben der Straße. Er zitterte am ganzen Leib, ihm klapperten die Zähne. Hinter ihm tauchten Scheinwerfer auf und kamen auf ihn zugerast, wurden langsamer. Eine Autobahnstreife, war Dijkstras erster Gedanke, endlich eine Autobahnstreife. Die tauchten immer auf, wenn man sie am wenigsten gebrauchen konnte, oder war das der P.T. Cruiser? Ihm lief es kalt den Rücken runter. Das war er bestimmt. Alan am Steuer, Lili auf dem Beifahrersitz, und jetzt hatte der ein Montiereisen auf dem Schoß liegen. Aber es war nur ein alter Dodge voller Jugendlicher. Einer davon, ein offenbar rothaariger, dümmlich aussehender Bursche, streckte sein pickeliges Gesicht zum Fenster hinaus und schrie »Guten Appetit«, gefolgt von lautem Gelächter. Dann war der Wagen vorbei. Dijkstra zog die Fahrertür zu, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und wartete, bis das Zittern nachließ. Es dauerte eine Weile, aber dann hatte sich auch sein Magen etwas beruhigt. Ihm wurde bewusst, dass er wieder pinkeln musste. Er nahm das als gutes Zeichen. Abermals sah er vor sich, wie er Lee gegen die Schläfe hatte treten wollen. Wie fest, wie würde sich das anhören? Und gab sich größte Mühe, jeden Gedanken daran zu verdrängen. Hatte er das wirklich tun wollen? Bei der Vorstellung wurde ihm gleich wieder übel. Sein Verstand, sein größtenteils gehorsamer Verstand, wandte sich stattdessen wieder dem Raketensilo zu, dem befehlhabenden Offizier, der weit draußen in Lonesome Crow, North Dakota oder vielleicht in Dead Wolf, Montana, stationiert war und langsam aber sicher verrückt wurde.
der hinter jedem Gebüsch einen Terroristen vermutete, der in seinem Spind schlecht geschriebene Pamphlete stapelte und lange Nächte vor dem Bildschirm zubrachte, wo er die paranoiden Abgründe des Internets auslotete. Vielleicht ist der Hund auf dem Weg nach Kalifornien, um einen Auftrag zu erledigen. Mit dem Auto statt mit dem Flieger, weil er im Kofferraum seines Plymouth Roadrunner ein paar sehr spezielle Knarren liegen hat und er hat eine Panne. Sicher, sicher, das war gut. Oder könnte es jedenfalls sein, wenn er sich noch ein paar Gedanken darüber machte? Hatte er wirklich geglaubt, dass der Hund im weitläufigen Landesinneren Amerikas nichts verloren hatte? Wie engstirnig! Unter den richtigen Umständen konnte es nämlich jeden an jeden beliebigen Ort verschlagen. Es brauchte nur den richtigen Job. Das Zittern hatte aufgehört. Dijkstra legte den Gang ein und der Jaguar setzte sich wieder in Bewegung. In Lake City suchte er sich eine Tankstelle, die rund um die Uhr geöffnet hatte. Er entleerte seine Blase und füllte seinen Tank, nachdem er den Parkplatz nach dem PT Cruiser abgesucht und ihn nirgends entdeckt hatte. Dann fuhr er nach Hause. Während er sich seine Rick Harden Gedanken machte und schloss die Tür zu John Dijkstras Haus am Kanal auf. Bevor er wegging, schaltete er immer die Alarmanlage ein, sicher war sicher, und jetzt schaltete er sie kurz aus, bevor er sie dann wieder für den Rest der Nacht einschaltete.